endlich angekommen und am anderen Ende des roten Teppichs wartet die Bundeskanzlerin höchstpersönlich. Wer würde sich über so einen Empfang nicht freuen? Die Jugendlichen im Kloster St. Josef in Neumarkt machen diesen Spaß jedenfalls gerne mit. Dort hat in der Silvesterwoche das europäische Jugendtreffen der Niederbronner Schwestern stattgefunden. 120 junge Frauen und Männer und mehrere Schwestern aus Deutschland, Österreich, Frankreich, der Ukraine, der Slowakei und Ungarn sind nach Neumarkt gekommen, um bei dem Treffen dabei zu sein. Die Idee ist, dass zum einen eine Jugendbegegnung stattfindet, also aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Ländern, Jugendliche zusammenzubringen, Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, um, ich sag mal, auch europäisch Grenzen zu überwinden, Vorurteile abzubauen, einfach Begegnungsmöglichkeiten kennenlernen zu schaffen und bei diesen Treffen sich auch darüber auszutauschen, was bedeutet mir mein Glaube? Wie lebt Glaube in den verschiedenen Ländern? Wie leben Jugendliche ihren Glauben dort? Vor über 20 Jahren hatten Schwestern aus Deutschland und Frankreich die Idee für die Begegnung. Nach Ende des Kalten Krieges kamen immer mehr Länder hinzu. Und mittlerweile kommen die Jugendlichen alle 2 Jahre an einem anderen Flecken Europas zusammen. Ich bin jetzt schon das 5. Mal dabei und mir gefällt es einfach, auf so einem Treffen gibt es die Möglichkeit, Jugendliche aus den unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen und so entstehen auch Freundschaften und die halten jetzt doch schon einige Jahre. Weil ich mal neue Erfahrungen sammeln wollte, neue Leute kennenlernen und mal Silvester ein bisschen anders feiern wollte. Ich bin mit einer Gruppe hierher gekommen. Wir wollen die Jugendlichen treffen, die wir schon vor 2 Jahren in Nitra in der Slowakei getroffen haben. In Neumarkt gibt es erst einmal eine kleine Stärkung. In den kommenden 4 Tagen warten auf die Jugendlichen viele Gespräche, Workshops und natürlich eine große Feier am Silvesterabend. Das diesjährige Motto lautet Stars XXL. Es geht so ein bisschen darum zu schauen, welche Vorbilder haben Jugendliche, welchen Stars und Sternchen folge ich so in meinen Werten, Idealen, in meinem Leben. Und dann aber auch darauf hinzuschauen, es gibt so Stars des Alltags, die vielleicht eher nicht so im Rampenlicht stehen. Wo sind diese Menschen besonders? Und was macht auch mich als Einzelnen vielleicht besonders? Singen, reden, diskutieren, in sich gehen und Jugendliche aus anderen Ländern treffen. So geht das Jahr 2015 richtig gut los.